Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck. Viele Leute haben Probleme mit ihrem Radio, dass sie schlechten Empfang haben. Gerade bei Radios, so wie diese hier aus China und so weiter. Und für so etwas gibt es Empfangsverstärker. Damit können wir die Qualität bzw. den ganzen Empfang etwas anheben. Aber Vorsicht, es gibt verschiedene. Ich habe im Internet ein bisschen recherchiert und es gibt nur den einen wahren, wirklichen. Und das soll dieser hier von Hama sein. Auch von Hama gibt es verschiedene. Ich mache euch natürlich einen Link unter dem Video in die Infobox mit rein. Aber nur dieses Teil hier soll auf jeden Fall zu guten Ergebnissen führen und die anderen nur dazu, dass der Hersteller mehr Geld kriegt. Wir machen jetzt mal den automatischen Suchlauf und wir sehen auf jeden Fall, er rennt über alles drüber hinweg und fängt wirklich keinen einzigen Kanal hier ein. Also er findet nur den einen Kanal. Und das ist der Heimatsender, den kriegt man immer, auch selbst wenn ein Atomanschlag auf unser Heimatland hier war, dann wird man das wahrscheinlich immer noch hören können. Sagen wir mal erstmal die Zündung aus und dann holen wir unser Radio raus und dann gucken wir uns mal hinten das Teil genauer an. So, wir haben jetzt schon so einen No-Name-Verstärker hier verbaut. Ob das jetzt wirklich funktioniert oder nicht funktioniert, werden wir auf jeden Fall sehen. Wir haben hier auch unseren Antennen-Masse-Anschluss hier direkt am Radio und dann wollen wir mal gucken. Wir trennen das Ganze einmal, zack. Also das war schon mal eine Investition für die Katz. No-Name, tschüss. Und Marke, hallo Marke. Ja, ist es der Hammer? Freundlich. Oder ist es der Hammer? In diesem kleinen Zimmer. Also das nenne ich auf jeden Fall mal einen Unterschied. Scheiß Urheberrecht, bin ich schon wieder einen reingeprügelt hier. Hammer! Also, wir haben den Radioempfang um 100% verbessert. Es gibt da wirklich faule Eier bei. Unter diesen Empfangsverstärkern, wir haben wirklich super Radioqualität und dadurch haben wir auf jeden Fall das China-Radio aufgewertet. Normalerweise ist es so, dass jedes China-Radio einen DAB-Empfang hat und beziehungsweise, dass da optional für erhältlich ist. Und deswegen ist das mit diesem schlechten Empfang nicht unbedingt so schlimm. Wer allerdings gerne auf die gute alte Weise natürlich Radio hören möchte, der kommt um so einen Teil von Hama nicht umzu. Der Link von dem Teil ist unter dem Video in der Infobox und dieses Teil hier sollten wir auf jeden Fall ganz weit wegschmeißen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn ja, lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck. Und viel Spaß beim Radio hören. Ciao.